Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. So, wir berühren wieder den Bildschirm ganz zärtlich mit unserer Maus und machen weiter, wo wir aufgehört haben, sobald alles ein bisschen geladen ist. Oh mein Gott, was ist das? Wir befinden uns aus irgendeinem Grund in irgendeinem Kampf? Stahlflatterer! Was auch immer es ist, wir greifen es an. Ich habe keine Ahnung, wieso. Das ist ja mal interessant. Ich habe übrigens das Team ein bisschen umgestellt, wie ihr seht. Wir haben nämlich einen Tank und wir haben einen Rotmagier. Außerdem haben wir einen Weißmagier und dann noch unsere beiden Leute hier. Ich habe nämlich gedacht, die beiden hier werden richtig stark, Anselm und Russell. Ich werde euch erklären, was es mit denen auf sich hat. Aber zuerst einmal versuchen wir, diesen Kampf zu gewinnen. Und wir haben ihn gewonnen. Darauf war ich ja gar nicht vorbereitet. Aber irgendwie cool, muss ich sagen. So, weiter geht's. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Das ist ja ziemlich cool. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber wir werden es, glaube ich, erfahren. Ja, okay, das war's. Erdschreien, Erkundung, warum auch immer das gerade passiert ist. Irgendwie finde ich das cool. Also, was ich zuerst machen wollte, ist ein bisschen einkaufen. Denn ihr habt gemerkt, wir haben komplett neue Charaktere dabei und ich werde euch auch zeigen, was ich mir dabei gedacht habe. Die Kommentare zur letzten Episode konnte ich mir noch nicht durchlesen. Das liegt daran, dass noch keine Kommentare existieren, weil die letzte Episode frisch released wurde. Und deswegen kann ich da momentan nicht viel zu sagen. Aber ich werde in der nächsten Episode auf die Kommentare von der letzten Episode eingehen. Wir schauen mal ganz kurz ein Breitschwert. Das können die beiden hier kaufen. Davon kaufen wir uns mal zwei Stück. Ja, komm hier, zwei Stück, das passt schon. Außerdem, was haben wir noch? Ein Stab. Übrigens habe ich rausgefunden, was Magie, Angriff und Psyche das alles bedeutet, was die ganzen Werte bedeuten. Darauf gehe ich dann auch nochmal ein. Rezepte brauchen wir erstmal nicht. So, wir rüsten gleich aus, dann sage ich was, also wenn wir ausrüsten, sage ich was zu den Charakteren, die ich mitgenommen habe. Warum ich mich für diese Charaktere entschieden habe, was sie so besonders macht. So, Gegenstände kaufen. Ich möchte gerne Lederschild, kann er das tragen? Können wir sogar zwei Stück kaufen? Das machen wir doch gleich mal. Sehr gut. Lederhut. Ja komm, kaufen wir auch mal einen. 100 Gil ist jetzt nicht die Welt. Lederweste, Lederpanzer, vielleicht sogar Lederpanzer. Alter Schwede, können die auch tragen. Dann kaufen wir zwei Lederpanzer. So, Hauptsache wir haben genug Ausrüstung für alle. Und dann gehen wir doch mal zurück auf die Weltkarte. Hier Menü und wir gehen mal auf Einheiten. Ja genau, Einheiten ist gut. Dann rüsten wir unsere Leute mal aus. Zuerst rüsten wir Anselm aus, weil ich zu ihnen zuerst was sage. Anselm ist ein Rotmagier, das heißt, er kann Schwarzmagie und Weißmagie wirken, kommt aber maximal auf 4 Sterne. Ja, und außerdem kommt er maximal bis zu Ratzaubern. Das reicht aber erstmal, um voranzukommen. Wir rüsten ihm ein Breitschwert aus, davon haben wir sogar 3 Stück gehabt. Na gut, ist auch egal. Lederschild haben wir auch noch 3. Kopf rüsten wir auch mal aus. Was haben wir hier? Ja, die starke Ausrüstung ziehe ich noch nicht an. Hier, Kordelband und so, das lasse ich mal weg. Wir nehmen nochmal Leder. Ich merke gerade, ich hätte gar nicht einkaufen brauchen. Großartig. Na gut. Rotmagier greift sogar zweimal an, sieht ganz cool aus. Gladiator ist auch ziemlich cool, die haben wir sogar schon mal gesehen am Anfang in Action. Der Gladiator ist tatsächlich ein Tank, der gute Russell. So, dann nochmal hier den Lederhut. Ach, kann er gar nicht, da kann bloß schwere Hüte tragen, schwere Hute. So, Lederweste noch, nein, nicht Lederweste, sondern hier Lederpanzer. Und das war's. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Das Besondere an diesen beiden ist, ich will noch mal ganz kurz hier, so machen wir das mal. Das Besondere an diesen beiden ist, die zwei hier, er beherrscht eben oder wird lernen,
Schwarzmagie und Weißmagie bis hin zu Ra-Zaubern. Ja, ihr seht es hier, er kann Statusveränderungen heilen. Wir haben zwar einen Weißmagier dabei, aber niemand, der Statusveränderungen heilen kann. Und der lernt ziemlich viele Schwarzmagie und Heilzauber und so ein Kram, ne? Also ist an sich ziemlich cool. Deswegen nehmen wir den erstmal mit. Wir haben eine Weißmagierin dabei, die unsere Lebenspunkte generell oben hält. Er kann ja offensiv und defensiv sein als Supporter eben, ne? Was halt Rotmagier so machen. Und er hier, der gute Russell, ist ein Tank. Seine Fähigkeiten werden später sein, vor allem unter Spezial, zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er hat viele Lebenspunkte und so ein Kram. Also jemand, der den Schaden auf sich zieht, was grundsätzlich sehr gut ist. Die beiden greifen physisch an, er auch und er ist ein Tank. Der kann physisch angreifen und magisch und sie ist dann halt eben Weißmagierin. Den klassischen Schwarzmagier habe ich einfach mal ausgetauscht, aber wir kommen auch so super klar, denke ich mal. Zumal er ja allein, weil er hat jetzt schon 3 Sterne, der Schwarzmagier hatte bloß 1 Stern, also ist er so schon mal stärker. Plus, er kann auf 4 Sterne hoch und der Schwarzmagier kann bloß auf 2 Sterne hoch, glaube ich. Deswegen tauschen wir ihn aus. Sie werden wir auch austauschen, sobald wir einen besseren Weißmagierersatz haben. Dann haben wir erstmal ein solides Team, mit dem wir die Storyline durchspielen können. Und hier haben wir dann ein Team, das eben nicht für die Storyline zuständig ist, sondern eben ja für so schwierigere Gegner. Aber, beziehungsweise für, Erkundungsmissionen und so ein Kram. Ich habe mich noch nicht entschieden, wen ich hier mitnehme. Ich habe aber auch eure Kommentare aus der letzten Episode noch nicht lesen können. Dementsprechend müssen wir es aber auch noch nicht machen, weil wir müssen auch, wir werden zuerst einmal die Story weiterspielen und danach wird es jetzt wieder Erkundungsmissionen geben. So, ich wollte ja im Vortex reingucken, das machen wir auch gleich. Aber zuerst machen wir unsere tägliche Routine. Das ist nämlich etwas, was ich jetzt die ganze Zeit noch nicht machen konnte, weil wir ja beschäftigt waren. So, später bewerten, ja, bla bla. Wir kriegen 50 Lapis, das ist ja cool fürs Einloggen. Wir sind mittlerweile bei, gucken wir uns gleich mal an. Energie, können wir nichts mit anfangen. Anmeldebonus 50 Lapis, können wir was mit anfangen, das ist sehr gut. Ja, Energie, komm, nehmen wir einfach mal, was soll's. 100 Lapis hier wieder und hier auch wieder 100 Lapis. Grandios, wir haben 1050, wir halten uns echt gut. Wir gehen jetzt mal kurz auf die Freunde. Verlieren wir die Energie, ist ja in Ordnung. Senden gleich mal wieder. Und wir nehmen alles, was wir bekommen haben, nämlich die Freundschaftspunkte. Dann gehen wir auf Senden und senden natürlich gerne wieder an alle unsere Freunde, was auch immer sie sich wünschen. So, holen wir unsere Belohnung ab. Ne, unsere tägliche Routine, wisst ihr ja schon, das machen wir immer so. Gehen wir mal dorthin. Und abholen. So, damit haben wir 500 Gil mehr, das ist sehr gut. Gil können wir auch immer gut gebrauchen. Schauen wir doch mal ganz kurz hier rein. Ach so, da waren wir schon. Na gut, das meiste, was hier noch angezeigt wird, ist halt einfach die Energie, die wir nicht nehmen können. Wir haben aber noch Freunde, Freundschaftsanfragen bekommen. Schauen wir uns die doch einfach mal an. Wir haben hier Yukase und Rafiki. Rafiki und Yukase. Sidan ist schon ziemlich cool. Ich weiß nicht genau, ob das Zuschauer sind. Wenn ihr Zuschauer seid, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mich anfragt, damit ich Bescheid weiß. Ansonsten werde ich die Anfrage entfernen, denn ich brauche die nicht unbedingt. Wobei, wisst ihr was? Ich glaube, Sidan bestätige ich einfach mal, einfach um meine Aktion zu zeigen. So, ausnahmsweise, die werde ich aber später alle kicken, ne? Ich will nur richtige, echte Zuschauer haben in der Freundesliste. Das ist das Ziel. Ihr habt Vorrang, weil ihr Zuschauer seid. Jetzt gehen wir doch mal kurz in den Dimensionsvortex. Ach, Moment, guck mal hier. Machen wir gleich mal hier den Vortex. Wir können jetzt auch hier auf Esper klicken. Was ist denn Esper? Ach, das ist unsere Esper. Na gut, damit können wir ja noch nichts großartig anfangen. Wir gehen mal in den Vortex. So. Und schauen mal, ob wir da jetzt vorankommen. Expedition in den Abgrund. Expedition in den Abgrund. Energie 15 kostet das Ganze. Wisst ihr was? Das machen wir einfach mal. Und schauen mal, ob wir diesmal besser vorankommen. Wir nehmen auch wieder irgendjemand mit. Irgendjemand, der uns gut helfen kann. Wer kann uns denn hier gut helfen? Yukase hat hier Golem. Madoka hat noch keine Beschwörung, kann aber noch kommen. Wir nehmen mal jemanden mit. Wir nehmen mal hier Telmalak mit, weil der hat oder sie hat Roselia. Das ist ein Healer. So, starten wir mal rein mit diesem Team und schauen mal, ob wir dieses Mal vorankommen. Ich weiß nicht genau wer, ich glaube der gute Shadow Spectre hat mir irgendwas in die Kommentare reingeschrieben, was ich machen kann. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ach hier, guck mal, da kann man langlaufen. Haben wir den Weg also auch gefunden. Das müssen wir mal noch machen, wenn wir in den Erdschrein gehen. Da gibt es doch irgendwo dann den Weg bestimmt. Ja, hier so, da muss man ein bisschen... So, da kommt man hin, sehr schön.
Es ist nicht ganz ersichtlich, wie der richtige Weg hier ist. Aber wir werden ihn bestimmt finden. So, da sind wir. Grandios. Ja, Rezept für Salve. Da haben wir doch was gefunden. Hat sich doch schon mal bezahlt gemacht, hierher zu kommen. Hoffentlich dürfen wir es auch mitnehmen. Ganz typisch Final Fantasy. So langsam habe ich den Dreh raus. Im Erdschrank gab es auch noch ein paar Dinge, an die wir nicht gekommen sind. Holen wir uns euch das nächste Mal. Aber schauen wir erstmal, ob wir überhaupt irgendwie vorankommen. Notfalls müssen wir aufgeben. Vielleicht sind wir jetzt stark genug, die Gegner hier zu besiegen. Wollen wir mal sehen. So, hier sind Goblin Magus. Goblin Magi, ach, wir haben das falsche Team. Na gut, ist auch egal. Die sind zwar nicht ausgerüstet, aber sollten stark genug sein. Wir zaubern mal, haben wir irgendwelche Radzauber schon? Nein, haben wir leider nicht. Komm, dann greifen wir einfach mal normal an hier. Okay, wir machen definitiv zu wenig Schaden. Und ich glaube, die Gegner machen insgesamt zu viel Schaden. Oh mein Gott, das können wir vergessen. Also gehen wir ins Menü und werden erst einmal aufgeben. Hier aufgeben, so. Ja, ja, gut, alles, was wir gesammelt haben, ist mal weg. Also ich weiß nicht genau, was ich machen soll, wo ich dahin soll in den Vortex. Vielleicht, wenn ich über die Welt reingehe, versuchen wir es damit mal. Das war in der Stadt Mitra. So, dann gehen wir da mal hin. Und dann laufen wir mal hier rüber. Hier rein. Da ist ja der Vortex. So, genau, wir gehen mal da rein. Okay, also, wir sind hier, wir befinden uns bei diesem Monument. Der einzige Weg in den Vortex rein ist tatsächlich hier unten. Ich kann mich ja nochmal umschauen, aber ich glaube, wir kommen dann sowieso in die gleichen Vortex. Also wüsste ich jetzt nicht so genau, wie kommst du her, Kupo, was ich machen kann hier. Irgendwas mit einem Mowgli, hat er gesagt. Tut mir leid, kann mich nicht vorbeilassen, okay. Schauen wir doch mal da hinten, vielleicht kann der mich ja durchlassen. Du da, hast du was zu sagen? Barriere erstmal vor der Stadt, bla bla, Kupo, Kristall. Dort drin ist ein sehr unheimliches Monster eingeschlossen. Ah, ein Monster ist da eingeschlossen. Gucken wir uns das doch mal an. Da ist ein Schwert. Du fühlst eine starke Kraft. Berührst du die Klinge? Ja klar, machen wir einfach mal. Willst du die Macht dieser Klinge, so musst du dich den Tiefen der Hölle entgegenstellen. Ja, versuchen wir es doch mal. Mal schauen, was da passiert. Ach, so ein kleines weißes Drachilein, das prügeln wir doch weg. Oh. Ja. Also, das ist also der Game-Over-Bildschirm. Nein, wir möchten nicht 100 Lapis verwenden. Wir geben auf. Das bringt nichts, uns hier wieder zu beleben. Der Gegner ist einfach zu stark für uns. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber ich glaube, dieses Schwert ist sehr mächtig. Das werden wir uns auch auf jeden Fall noch angucken. Aber lässt uns hier nicht durch. Also wir können wirklich nirgendwo hin. Wir können bloß reingehen und tauschen. Oder nach unten zu dem Vortex. Das haben wir uns ja schon mal angeschaut. Dementsprechend weiß ich nicht so genau, wo ich hier hingehen soll. Also falls ihr Vorschläge habt, wo ich da hingehen soll, was ich da machen kann und so weiter und so fort. Schreibt ruhig in die Kommentare. Aber ich glaube, wir dürfen wirklich erst später hierher kommen. Oder wir müssen unsere Charaktere künstlich aufpushen. Das will ich aber nicht, weil sonst die Storyline zu leicht wird. Wir machen mal ganz kurz hier so. Und dann wechseln wir nochmal auf das andere Team. Ich möchte ja gerne hier, ne, wisst ihr? Ich will da nicht zu stark sein. So, dann gehen wir in die Welt und machen weiter in der Storyline. Wir müssen nämlich durch die Katakomben von Grandchild, um ins Schloss zu kommen. Deswegen klicken wir mal darauf und schauen mal, was uns hier erwartet. Also los, das ist der schnellste Weg ins Schloss. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Tunnel sind ziemlich unübersichtlich. Verlauf dich nicht. Ja, ich freue mich schon darauf, wenn wir hier erkunden dürfen. Keine Sorge, ich kenne diese Tunnel wie meine Westentasche. Ich bin hier früher oft untergetaucht, wenn ich mich vor dem Training drücken wollte. Sobald hier wieder Ruhe und Ordnung eingekehrt ist, werde ich dafür sorgen, dass man vor dem Tunnel eine Wache postiert. Was? Ist das nicht etwas übertrieben?
Tja, wer sich vor dem Training drückt, dem wird alles schwerer gemacht. Katakomben von Grandchild, Eingang. So, wen nehmen wir mit? Oh, Ego Thorsten hat dieses Mal die Wolke der Dunkelheit mit dabei. Das ist interessant. Ich würde sagen, angesichts der Tatsache, dass wir die meisten schon kennen, unserer Freunde, nehme ich jetzt hier einfach mal die guten Zidane mit von Yuki Kase und schau mal, oder Yuki Kase, wie auch immer das gemeint ist, und schau einfach mal, Yukase, so rum, und schau einfach mal, was Zidane so drauf hat. So, weil ich schon neugierig bin. Ich mag das Zidane sehr gerne. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Und dann werde ich später euch einsetzen, eure Helden. Sieht so aus, als wollten sie verhindern, dass wir ins Schloss gelangen. Unmöglich! Das sind primitive Bestien! Warum sollten sie auf einmal solche Intelligenz besitzen? Das frage ich mich auch. Wir greifen mal mit Anselm und schauen uns mal seine Attacke an. Okay, nicht schlecht. Zwei Hits. Schauen wir uns mal den Angriff von Russell an. Auch, oh, macht sogar drei Hits. Interessant. Das schreit nach Combo. Und jetzt lassen wir sie dann mal angreifen. Er macht auch drei Hits. Auch ein cooler Combo. Und jetzt besiegen wir mal den Gegner. Zack, zack. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, was sie dann für Fähigkeiten drauf hat. Er kann studieren und er kann stehlen. Stehl doch einfach mal. Lieber sie dann. Ja, stehlen. Und mit dem Rest greifen wir an. Sehr schön. Ketten sollten mit diesem Team eigentlich... Ah, ich habe vergessen anzugreifen. Ketten sollten mit diesem Team eigentlich ziemlich einfach sein. Deswegen versuchen wir es mal mit Auto. Da, Zehnerkette. So sehe ich das gerne. Wir machen eben sehr viele Hits. Und hier kommt Welle 2. Auch die prügeln wir weg. Und schöne Funkenketten mit dabei. Ich will natürlich sie da ans Limit gerne einsetzen. Heben wir uns aber für den Boss auf. Ich persönlich mag ja Rotmagier auch sehr gerne. Ich mag die Tatsache, dass sie alles beherrschen. Ihr wisst ja, oder wer schon mal ein paar meiner Let's Plays gesehen hat, der weiß ja, dass ich immer gern so ein Tausendsasser bin. Und, Elferkette sogar. Und da ist es eben so, dass Rotmagier neben physischen Angriffen auch Schwarzmagie und Weißmagie beherrschen. Meistens nichts davon wirklich gut, aber sie können alles. Also sind jetzt keine Meister in dem, was sie haben. Ja, sie können alles, haben alles angekratzt, aber oft gut genug. Vor allem am Anfang des Spiels machen die einem das Spiel um einiges leichter, weil wir nämlich in einem Slot zwei Dinge haben, nämlich Schwarz- und Weißmagier. Und unser Rotmagier, Anselm, darf jetzt gerne mal Schwert, wie heißt es nochmal schnell hier, Schwertehagel benutzen. Setz es doch mal ein, Anselm, Schwertehagel, los! Wie cool ist das denn? Greift zweimal an, trifft alle Gegner und dann macht er auch noch einen Wasserzauber. Natürlich wird es auch stärker, es ist Level 1. Und der gute Russell, unser Tank, macht jetzt Drillstoß, trifft nur einen Gegner, aber... Das hat fast schon Omnischlagpotenzial. Jetzt schauen wir uns die Fähigkeit von Zidane an, nämlich Myrtle Twister. Kennt man ja schon aus Final Fantasy 9. Mal schauen, wie es hier animiert ist. Schaut es euch an, Freunde. Oh, grandioser Schaden. Die Gegner sind besiegt und er wird sogar in Trancezustand versetzt, während er das macht. Macht ja Sinn. Ihre Manöver sind koordiniert. Es ist fast so, als ob sie jemand kontrollieren würde. Wo sie uns auflauern, wann sie angreifen, da steckt eindeutig eine Strategie dahinter. Du meinst wirklich, es gibt hier irgendwo einen Strippenzieher? Da kannst du Gift drauf nehmen. Die Frage ist nur, wer? Das ist tatsächlich die große Frage. So, wir machen weiter. Ja, sehr schön, viele Level-Ups. Also ich mache mir keine Sorgen, dass unsere Charaktere hier schnell aufholen. Ihr seht, der Level 9 ist der Maximum-Level, den wir momentan haben. Und die sind jetzt auch schon Level 4. Das geht rucki-zucki. Und notfalls können wir uns ja heilen und so ein Kram, ne? Wisst ihr ja, wir können viel machen. So, wir gehen weiter in den Katakomben voran. Nehmen diesmal den guten Ego Thorsten mit, der hat Fifi mit dabei. Und über Fifi freuen wir uns riesig und brechen auf. Steht das Tor noch? Es ist ja nicht nur das Tor, das Grandchild über die Jahre so gut beschützt hat. Es ist die Tapferkeit seiner Ritter, die es im Namen des Volkes und König verteidigen.
Das Tor mag fallen, aber unser Schloss wird es nicht. Dafür werden unsere Brüder schon sorgen. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, wir greifen an. Anselm ist wahrscheinlich stärker geworden. Genauso wie alle anderen auch. Ich will keinen Heiltrank benutzen. Ich will hier Action machen. Vivi, greif mal an. Oh, gar nicht mal so schlecht. So, werter Vivi, dann mach doch mal ein bisschen Zauber. Nämlich Feuer auf alle. Los geht's. Grandios, dieser Schaden. Wir können aber die guten Anselm zaubern lassen. Da ist auch ein Zombie. Zombies sind doch meistens anfällig für Feuer und so ein Kram. Wir machen einfach mal Ära. Ero heißt das, glaube ich. Wir machen Ero. Geht dann auf Item, muss Ero sein. Mal schauen, wie es aussieht. So sieht die Zauberanimation aus. Echt cool. Anselm, zeig, was du drauf hast. Sehr schön. Und der gute Vivi macht das, was er am besten kann, aber nicht Feuer. Was er viel besser kann, ist Feuer. Los geht's, Vivi. Oh, Schwäche. So, natürlich greifen wir wieder physisch an hier an der Stelle. Denn ich möchte ja möglichst viel Limit aufbauen, damit wir ein paar Limits sehen können. Warum Vivi hier kein Limit bekommt, ist mir ein Rätsel. Kann aber ruhig ein Rätsel bleiben. Sehr schön. Damit haben wir auch den Zombie besiegt. Und jetzt wird die gute Leia uns heilen müssen. Oh mein Gott, das ist ein Hai! Und es ist tatsächlich ein richtiger Bosskampf. Wir machen mal Vita. Nein, nicht Vita. Hier. Heilender Wind. Auf alle. So, wenn es ein Hai ist, dann ist er noch anfällig für Blitz wahrscheinlich. Ich kann hier nicht viel machen, deswegen greifen wir ganz normal an mit ihm. Fifi ist wahrscheinlich zu stark, ich mache trotzdem mal Blitz. Was soll's? Und hier machen wir auch nochmal ein Limit, nämlich Flammenschwert. Und dann zeigen wir, was wir drauf haben. Ja, Blitz ist eindeutig seine Schwäche. Oh mein Gott, er macht Aquara auf alle. Großer Schaden. Unsere schwächeren Charaktere werden fast gestorben hier an der Stelle. Deswegen sind wir froh, dass wir Fifi mit dabei haben. Ach, wieder Blitz. Und der Rest greift an. So, Russell hat es auch fast erwischt. Wir werden ihn mal heilen mit Vita, damit er ein bisschen länger durchhält. Fifi macht bitte wieder Blitz. Und dann greifen wir nochmal mit allem an, was wir haben. Funkenkette, grandios. Und damit haben wir den Boss besiegt. Yes. Er ist gar nicht mal so schwach, da muss man wirklich aufpassen, gerade bei Aquara. Das ist eine sonderbare Aura in die Tiefen des Tunnels. Ich fühle es auch. Ein vages, aber unablässiges Gefühl der Bedrohung. Hoffentlich keine Falle. Das hoffen wir sehr, dass das keine Falle ist. So, wir kriegen viele Erfahrungspunkte, das ist sehr gut. Neue Fähigkeit erhalten, Katana. Grandios, er ist Stufe 10, hat Katana gelernt. Das freut mich. Und Anselm ist Level 4, der hält ein bisschen länger durch. Wir kriegen wieder viel Zeug. Wir kriegen eine Belohnung, weil wir 3 Hauptmissionen abgeschlossen haben. Das ist auch ziemlich cool, die nehmen wir gerne mal an. Ja, bla bla bla, erreichen von Rängen, wissen wir doch schon hier. Warum kommt ein Tutorial? Wichtig ist nur, dass wir jetzt die Tagesaufträge erfüllt haben. Energie und Erfahrungspunkte. Sehr schön. So, und dann wollen wir mal... Beschwörung machen wir später. Wir werden nämlich das Ganze erstmal abschließen, bevor wir in die Beschwörung gehen. Und zwar Katakomben von Grandsheld. Ausgang. Ich bin schon ganz gespannt, was uns hier erwartet. Ach, bevor wir da hingehen, ganz kurz. Doch, hier, Grandsheld, so. Wir nehmen diesmal... Madoc oder... Nee, wisst ihr was? Wir nehmen Shadow Spectre mit. Und da will ich aber ganz kurz hier auf ihn und auf, wo war das denn? Hier ausrüsten, glaube ich. Okay, ihr seht es hier, ne? Er kann jetzt Katanas tragen. Leider haben wir kein Katana, aber Katana passt natürlich am besten zu ihm. Mal schauen, was er so für Fähigkeiten hat, ob er da auch was gelernt hat. Katana, Schaden ein Ziel. Also Katana konnte er anscheinend schon immer tragen, aber er hat jetzt die Fähigkeit Katana. Die gucken wir uns gleich mal an. Das ist ja cool. So, dann brechen wir mal auf.
Wir sind beinahe da. Mach dich bereit, Rain. Das wird ein harter Kampf. Ich weiß, Laswell, ich weiß. Lass uns hier so schnell wie möglich aufräumen und wieder an die Oberfläche zurückkehren. Ganz genau. Wir räumen auf und kehren zurück. Shadow hat neue Fähigkeiten. Nein, hat er nicht. Aber er kann sehr gut angreifen mit Wildfange und seinem Angriff. Ziemlich cool. Und jetzt Laswell hat eine neue Fähigkeit gelernt, abgesehen von Eis, nämlich Katana. Zeig mal, was du drauf hast, Laswell. Katana, los geht's. Sieht aus wie ein Magieangriff. Da haben sie bei der Animation ein bisschen gespart, aber gut. Im Endeffekt macht das Ganze mehr Schaden als ein normaler Angriff. Deswegen wählen wir kurz Katana aus und greifen einfach mal normal an. Perfekt, grandioser Sieg gegen diesen Gegner oder über diesen Gegner. Und auch die hier prügeln wir alle weg. Ich würde mal sagen, wir bleiben ein bisschen im Autokommentiermodus. Mir gefällt das Team sehr gut, weil nämlich der gute Russell und der gute Anselm mehrere Hits machen. Auch Rain macht 2 Hits. Und Charaktere, die mehrere Hits machen, erhöhen natürlich die Chance darauf, entsprechend stark zu treffen, eine Kette zu machen oder sogar eine Funkenkette zu machen. Auch der gute Shadow trifft mehrfach und so kommen die ganzen vielen Hits zustande. So, Kampf 3 von 4. Die prügeln wir auch noch alle weg. Die Wildratte haben wir besiegt mit einem Overkill. Und jetzt bleibt nur noch die, das Eitergelee. Klingt ja widerlich. Und auch das haben wir besiegt. Sehr schön. Wir werden uns gleich heilen müssen mit der guten Lea. Bosskampf. Architeut A. Was zum... Ist das der Anführer oder sowas? Sieht aus wie ein Tintenfisch. Also für mich gibt es nur einen Tintenfisch in einem Final Fantasy Game. Und dieser Tintenfisch ist so legendär, dass er einfach der coolste ist. Und wenn ich weiß, welchen Tintenfisch ich meine, der darf sich gerne mein Final Fantasy 6 Let's Play anschauen. Wann immer ich Tintenfische sehe in einem Spiel, denke ich an ihn. So, aus Datenschutzgründen werde ich den Namen nicht nennen, aber ich glaube, ich kenne jemanden, der es weiß, wen ich meine. Sieht aus wie ein Tintenfisch. Das wäre besser mal mehr, der wäre besser mal mehr geblieben. Jetzt ist er fällig. Ich glaube, er ist auch anfällig für Wasser. Wir haben aber leider keinen Blitzzauber mehr mit dabei. Deswegen machen wir mal... nein, nicht Vita. So, hier. Hier, heilender Wind. Auf alle. Wir beherrschen leider keinen Blitz. Das heißt, wir greifen an der Stelle physisch an. Machen aber stattdessen unseren Limit. Das macht ja mehr... Ach, das macht Wasserschaden. Na gut, mal schauen, was es macht letztendlich. Wildfang machen wir auch. Zusätzlich zeigen wir ihm mal unsere Flimmerklinge. Noch dazu kommt Verlammenschwert. Und dann machen wir noch Drillstoß. Das werden verdammt viele Hits. Genießt es mit mir zusammen. Los geht's. Oh, ich merke gerade, der hat mehrere Ziele. Hm. A ist der Körper und dann noch die Arme. Ich will die Arme nicht angreifen, ich will bloß den Körper angreifen, das ist mein Hauptziel. Deswegen greifen wir gleich noch an mit allem, was wir haben, aber die gute Lea soll sich bitte mal heilen. ja, auf sich selbst. So, dann zeigen wir auch mal, was wir drauf haben. Allzu viel scheint er nicht einzustecken. Oh, aber er scheint ordentlich auszuteilen. Und durch die Arme kann er sich auch noch heilen. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir sorgen nochmal für ein Heal auf sie selbst hier. Und dann greifen wir nochmal mit allem an auf A. Er macht Tilte, macht es auch noch blind. Das ist schlecht. Der gute Anselm kann uns, glaube ich, heilen. Vor blind, mit Lux. Sehr gut. Und wir brauchen jemanden, der großen Schaden macht. Shadow macht großen Schaden, darum heile ich ihn zuerst. Komm, mach das mal ganz kurz. Sehr gut. Sie hier darf auch gleich mal mit Vita heilen. Und zwar auf den guten Russell. So. Und er hier darf auch gleich mal beschwören, nämlich Wasserschaden an alle Feinde und Einschläfern. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Und beschwören mal die gute Sirene. Jawohl, grandioser Schaden an alle und außerdem schlafen ein paar seine Arme. Mal schauen, B scheint zu schlafen.
D, ich weiß gar nicht, C, ist C schon tot? Da scheint schon jemand tot zu sein. Ach, C ist da hinten. Wir haben A, B, C und D. Okay, also es schlafen anscheinend alle, bis auf der D-Arm hier, bis auf diese Arm. Alle anderen schlafen. Das ist richtig cool. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit für Massenheilung mit heilender Wind auf alle. Und er hier darf auch gleich mal Vita aktivieren. Mal schauen, wie stark er heilt. Auf. Ja, auf sich selbst. So, und der Rest greift bitte an. Los geht's. Ja, wir haben einen Overkill gemacht und damit Gegner besiegt. Grandios. Ihr merkt schon, es ist gut, zwei Heiler mit dabei zu haben. Gerade für solche Fälle. Puh, das war's, so wie es aussieht. Die Treppe da hinten führt zum Schloss. Und Sirene, muss ich sagen, ist wirklich sehr praktisch. Ich hoffe, seine Majestät ist wohl auf. Es ist ruhig, zu ruhig. Wir sollten auf der Hut bleiben. Zum Glück hatten wir Shadow in Klammern Spectre mit dabei. Wir kriegen einen Lapis, eine seltene Beschwörungskarte. Super cool. Beschwören werden wir auch gleich wieder. Und wir haben Magie erhalten. Jetzt beherrscht Lea auch Lux. Ist das nicht toll? Sehr gut. Esper-Kristall auch sehr gut. Damit können wir nämlich die Esper auftunen. Und ihr seht es, Schloss Grandchild ist unser nächstes Ziel. Wir gucken in die Katakomben und wir können die Katakomben erkunden. In der nächsten Episode werden wir mit dem Team, das ihr entscheidet, die Grandchild-Katakomben erkunden. Und in der übernächsten Episode machen wir weiter in Schloss Grandchild. Und wenn ich sage, wir werden mit dem Team, für das ihr euch entscheidet, die Katakomben erkunden, meine ich natürlich damit nicht unser Hauptteam hier, damit werde ich grinden, sondern mit diesem Team, ja? Wir haben Mercedes neu bekommen in der letzten Episode und außerdem haben wir noch, wen haben wir noch alles bekommen? Wir haben viele, wir haben zum Beispiel den guten, Amaranth bekommen. Oder Mahagon, wie ein Final Fantasy 9 heißt, ist mir wieder eingefallen, Mahagon oder Salamander. Wir haben noch Cayenne, wir haben viele Charaktere, wir haben Kuja, wir haben Cayenne, wir haben Kali, wir haben Mahagon, wir haben, ich sag einfach mal Amaranth, weil er so hier heißt. Wir haben Fran, wir haben Fran, wir haben Penelo, wir haben Penelo, wir haben Shantotto und so ein Kram. Also ziemlich viele coole Charaktere, die sich lohnen zu leveln. Schreibt mir in die Kommentare, welche von diesen Charakteren ihr gerne sehen möchtet. Ich versuche sie zu berücksichtigen in der nächsten Episode. Wichtig ist dieses Team hier, denn damit spielen wir die Storyline durch. Aber damit grind ich offscreen und die sehen wir auch im Verlauf der Storyline. Und dann wisst ihr da schon Bescheid. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen beschwören. Dieses Mal zum Abschluss und nicht zum Start. Ich habe es diesmal ein bisschen aufgeteilt nach dem Hamburger-Prinzip. Wir haben erst gequatscht, dann haben wir Action gemacht und jetzt quatschen wir wieder. So, eine Beschwörung pro Tag. Wer ist es? Wir werden es sehen. Die Chance ist hoch auf diese Charaktere hier. Ich hoffe immer noch auf Garnet oder auf Zidane. Würde mich ja riesig freuen. Mal schauen, wen wir kriegen. Los geht's, Freunde! Es ist wieder eine 3-Sterne-Beschwörung. Drückt die Daumen, dass Bartz dabei rauskommt. Das würde mich riesig freuen. Alles andere, was nicht Fred oder Penelo ist, freut mich wahrscheinlich auch. Also los geht's. Okay, ich nehme alles zurück. Alles andere, was nicht Fred oder Penelo ist, freut mich nicht. Denn Russell haben wir schon. Also den brauchen wir nicht noch einmal. Na gut, wir können unseren Russell damit stärken. Ja, klar und so weiter und so fort. Bla bla bla. Ich glaube, den opfer ich gleich mal. Wir machen aber noch eine seltene Beschwörung. Hier kriegen wir nämlich irgendwas anderes Cooles. Mal schauen, was dabei rauskommt. Letztes Mal war es Celes. Was ist es diesmal? Drückt die Daumen, Freunde! Wieder eine 3-Sterne-Beschwörung. Ich bin ganz gespannt und gebannt vom Anblick der Beschwörung. Und es ist ein 3-Sterne-Cayenne. Also irgendwie, habe ich echt das Gefühl, manche Charaktere kommen oft und manche gar nicht. Ich will da nicht undankbar klingen, ne? Aber wir haben schon 4-Sterne-Cayenne. Deswegen kann ich mit so einem 3-Sterne-Cayenne überhaupt nichts anfangen. So, ne, hier kann ich aber ganz kurz zeigen, Austausch. Wir haben jetzt nämlich hier, der Cayenne von uns. Der hat 4 Sterne, ne, wisst ihr? Deswegen brauche ich einen 3-Sterne-Cayenne nicht mehr. Ich weiß, ich kann ihn opfern, aber ich werde jetzt den Cayenne nicht
Ich denke mal, ich werde jetzt nicht so mega hoch pushen vom Level her, dass es sich lohnt. Wir tauschen nochmal aus für Shantotto. Denn eine schwarze Margarine würde ich auf jeden Fall leveln. So. Okay, also schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Welche Charaktere soll ich mitnehmen für die, ne, wisst ihr, für die Erkundung. Und hier könnt ihr auch gerne Vorschläge machen, aber ich denke, ich werde hier bei einem Brave Exvius Team bleiben einfach mal. Und in der nächsten Episode werden wir neue Beschwörungen sehen, denn wir werden uns um Schloss Grandchild kümmern. Danach werden wir wieder zwei neue Charaktere beschwören und wir werden weiterhin Lapis sparen für das, was in der Zukunft noch kommen mag. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich alles besser. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen bei euch, wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht und hoffentlich darf ich in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf euch. Vielen Dank. Und bis dann, tschüss.